Nach einer langen Wartezeit bekommt Österreich endlich einen neuen Bundespräsidenten. Genau 3 Monate nach dem Nationalfeiertag ohne Ansprache eines Staatsoberhauptes. Es war wie ein Heuriger ohne Sushi. Jetzt verlässt der neue Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Haus. Er ist jetzt Staatsoberhaupt von Österreich, so wie es letzte Woche Donald Trump wurde, der Präsident der Uneinigten Staaten von Amerika. Sie haben im Wahlkampf Van der Bellen unterstützt. Finde ich toll, dass Sie sich also für die ältere Generation einsetzen. Seit wann sind Sie in der Altenpflege tätig? In der Altenpflege? Wie bitte? Ich bin nicht in der Altenpflege tätig. Vorher habe ich blau und rot getragen für Ingenieur Norbert Hofer und SPÖ. Jetzt trage ich grün für Alexander Van der Bellen. Ich färbe meine Haare nach der Politik. Das heißt, Sie sind ein Mensch mit Überzeugungen? Ja. Eva Klawischnik hat gesagt, nach einem Jahr der Zurückhaltung wollen die Grünen jetzt wieder schlimmer sein. Was haben Sie da vor? Kann ich nichts dazu sagen. Plastik statt Jute? Ich bin nicht... Oder im Gasthaus einfach einmal einen Zigeunerschnitzel bestellen? Ja, das ja. Gut, einen Zigeunerschnitzel im Gasthaus bestellen. Christian Kern hat eine Haube auf. Ich glaube, den Schirm auch. Die Regierung wird heute anbieten, dass sie die Arbeit zurücklegt. Da fragen natürlich viele, welche Arbeit. Ich bin Beamtin. Wenn man schießt und dann passiert nichts, da hätte man genauso gut österreichischer Fußballer werden können. Nein, Sie haben es aber gehört, die Salbe, oder? Sehr nachdrücklich, wirklich. Das war ja wichtig, dass man es hört, dass wir da sind. Ja. Der Tiroler sagt ja ganz gern, bist ein Tiroler, bist ein Mensch, bist kein Tiroler, bist ein Arschloch. Na, hörst du mich. Ja, jetzt frage ich Sie nur, jetzt wo in jedem schattigen Tal schon Television ist und sogar dieses Internet mittlerweile, wird sich die These aufrechterhalten lassen? Das wird sich aufrechterhalten. Dafür werden wir kämpfen. Der Bundesminister Doskozil hat ja auch zum Beispiel eine Aufnahmeoffensive gestartet. Ne? Die letzte Heeresoffensive seit 75 Jahren. Ne? Ja, natürlich, es wurde euch neu geplant. Das Bundesheer steht hier bei minus 1 Grad Celsius. Üben Sie für den Kalten Krieg? Wir sind jederzeit einsatzbereit, ob kalt oder warm. Vor kurzem ist ja noch diskutiert worden, ob die Militärmusik abgeschafft werden soll. Jetzt ist sie beibehalten worden. Ich glaube, mit Recht ist ja die einzige Abteilung, wo die Ausrüstung in Ordnung ist. Ne? Gut, dann allerletzte Frage an das Heer. Allerletzte Frage. Das letzte Mal, dass das... Okay, schicken wir einfach der Militärstreife einmal, bitte. Eine allerletzte Frage. Okay, das, Militärstreife, das ist kein ORF. Das letzte Mal, dass das Bundesheer... Okay, schicken wir wen. Letzte Frage von meiner Seite. Das letzte Mal, dass das Bundesheer in gutem Zustand war, damals hat es ja noch Wehrmacht geheißen, oder? KOF, wo ist denn von der Militärstreife? Ist ja Holland. Oder ist das, habe ich das falsch formuliert? Geh. Mach jetzt. Wollen Sie mir keine Antwort geben auf meine Frage? Herr Bundespräsident, werden Sie den Rücktritt der Bundesregierung annehmen? Sind so lieb und machen Sie es. Ob jetzt oder im Mai ist das nicht schon wurscht. Das war es hier von der Angelobung des österreichischen Bundespräsidenten. Die meisten Menschen, die größte Begeisterung, die schönste Musik weltweit. Austria first.